Aktuell ist die Tendenz bei den Corona-Zahlen weiter rückläufig. 538 Neuinfektionen wurden dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden gemeldet, rund 300 weniger als am vergangenen Sonntag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt weiter knapp unter 6. Stand heute haben sich mehr als 3,7 Millionen Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Fast 91.000 von ihnen sind an oder mit der Infektion gestorben. Und bei vielen, die die Krankheit überstanden haben, will sich das alte Leben längst nicht wieder so einstellen wie zuvor, weil Symptome einfach nicht verschwinden. Long-Covid lautet dann die Diagnose. Woran das liegt, ist immer noch nicht ganz klar. Forscher am Max-Planck-Institut in Erlangen haben erste Erkenntnisse vorgelegt, die weiterhelfen könnten. Schlapp, abgespannt und müde. Seit Monaten leidet Krankenschwester Antje Kadao an den Langzeitfolgen einer Covid-Infektion. Ihr größter Wunsch ist es, dass sie wieder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums Nürnberg arbeiten kann. Aber ihr Körper macht noch nicht mit. Bei mir habe ich das Gefühl gehabt, verschiedene Beschwerden sind überhaupt nicht weggegangen. Also zum Beispiel dieses Gefühl in der Brust, dieser Druck, dieses enge Gefühl, dieser Reiz und dieser Husten. Und dann hatte ich auch immer wiederkehrende Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. Und ich habe auch gemerkt, ich bin bei Weitem nicht so belastbar, wie es früher immer war. Das Klinikum Nürnberg hat als eines der großen Krankenhäuser auch eine Long-Covid-Sprechstunde extra für seine Mitarbeiter eingerichtet. Lungenfunktionsmessungen gehören hier zu den grundlegenden Untersuchungsmethoden. Wir sehen, ob die Lunge noch ihr ganzes Volumen hat, ob die Bronchien vielleicht eng geworden sind, ob der Gasaustausch noch stimmt. Das ist eine ganz zentrale Information, die wir da brauchen. In der Nachbarstadt Erlangen forschen Wissenschaftler des Max-Planck-Zentrums an den Ursachen für Long-Covid, also warum die Langzeitfolgen entstehen. Deformierte Blutkörperchen scheinen der Schlüssel zu sein. Während gesunde Blutkörperchen verformbar sind und durch die feinsten Äderchen passen, sind die Blutzellen von Long-Covid-Patienten kugelförmig und nicht elastisch. Das könnte die Ursache für Thrombosen und Lungenembolien sein, vermuten die Forscher.